Leute, hier ist wieder Sissen aus Berlin. Ich habe so einen Stammtisch gekauft. Ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich freue mich voll darauf, das mal zu einzusetzen, vor allem weil jetzt die OP kommt und ich auch aus dem Bett arbeiten möchte, weil so lange werde ich nicht arbeiten, sondern werde so nach einer Woche wieder beginnen und dann kann ich halt meinen Fuß immer noch auf dem Bett hinlegen und dabei gemütlich arbeiten. Deshalb habe ich mir das geholt. Auch sonst, wenn ich mal privat so ein bisschen auf dem Bett sitzen und ja, ein bisschen surfen will, dann ist es, oder irgendwelche Videos ansehen will, YouTube-Videos, es ist ja gar nicht verkehrt, ne? Und ich zeige euch das mal. So, hier ist der Karton. Und dann machen wir das mal auf. Ich hoffe, es ist nicht laut gewesen. Ups. Haben wir noch mal eins. Das sieht aber edel aus hier, der Karton. Tüdüm. Heuschnupfen lässt grüßen. Ah, Hilfe. So, sieht schön aus, ne? Steht auch Laptop, Desk. Schauen wir mal, wie wir das hier aufkriegen. Das ist an den Seiten. Hier auch. Hier ist auch Platz. Okay. Und jetzt? Einfach an den Seiten die Flaschen rausziehen. Und das günstige, das Gute ist, das hat so eine Belüftungsteile hier und dadurch wird der Laptop nicht so überhitzt, weil gerade wenn es dann warm ist und merke ich immer, dass der Laptop immer ziemlich heiß wird und damit kann ich das entgegensteuern. So, und das hier ist für die Maus und jetzt zeige ich euch mal, wie das hier hochgeklappt wird. Okay. Ist da eine Anleitung? Ich will ja auch nicht mit Kraft hier rangehen am Ende. Wenn ich das so kaputt oder so. Schauen wir mal, ob es eine Anleitung gibt. Nee, Anleitung ist nicht da. Ich setze meine Brille auf jeden Fall auf, dann kann ich mich besser konzentrieren. So. Wieso geht das nicht? Oh Mann. Also müsste eigentlich kinderleicht gehen hier. Irgendwie ist das alles sehr verhärtet.
Na gut, ich gucke nochmal im Internet nach. Okay, also ich konnte es hinbekommen. Es war ein bisschen tricky, obwohl es ist eigentlich easy. Aber es ist mit allem so, wie es, wenn man es nicht weiß, dann weiß man nicht, wie es funktioniert. Ja, und zwar muss man hier, hier sind die Teile, da muss man reindrücken und dadurch bewegen sich die einzelnen Arme. Jetzt habe ich das soweit eingestellt, sodass ich im Bett sitzen könnte und den Laptop oder das Netbook hier raufstelle. Hier sind die Lüfter und die Lüfter haben hier auch so ein Aufladeding. Da muss wahrscheinlich irgendwie eine Batterie oder irgendwas noch für aufgeladen werden. Keine Ahnung. Hier sind auch so zwei Teile, da muss ich auch noch rausbekommen, was das ist, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, das sind irgendwelche Klammern, um irgendwas zu halten, aber auf jeden Fall ist das hier das Ladekabel. Muss dann aufgeladen werden, damit die Lüfter hier auch arbeiten können. Die Maus habe ich hier platziert, das ist auch ganz einfach. Das war mir wichtig, dass ich für die Maus auch einen Platz habe, damit ich damit gut arbeiten kann. Jetzt bin ich gut ausgerüstet für die UV, dass ich danach auch gut gleich einsetzbar arbeiten kann. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann gibt einen Daumen nach oben oder nach unten, ob es euch gefallen oder nicht gefallen hat, je nachdem, da habe ich ein Feedback. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr einer von den 100.000 Abonnenten seid, die einfach mal reingucken und nicht mich abonnieren, was ich nicht verstehe. Aber vielleicht doch sich das anders überlegen. Da unten, rechts unten ist der Abo-Button. Vielleicht schaut ihr auch auf meiner Website, auf meiner YouTube-Seite. Es sind ganz viele Playlists und ganz viele Sachen aus unterschiedlichen Projekten. Es ist nicht nur, dass ich irgendwas vorstelle. Es gibt Rezepte, vegane Rezepte. Es gibt über mein Buch, über die Operation und alles mögliche Videos über Tanzen. Ja, es ist nie langweilig bei mir. Also abonniert mich, dann bekommt ihr auch immer ein Video, wenn ich das hochlade. Weil so regelmäßig mache ich das nicht. Ne? Ich arbeite hier nebenbei. Es ist nicht mein Vollzeitjob, sondern einfach nur meine Herzensangelegenheit. Es macht mir Spaß, mich hier zu drehen und euch zu informieren über so solche Dinge, wenn man sowas zum Beispiel hinbekommt. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Und ansonsten, tschüss!